Was hier nach ganz normaler Gartenarbeit aussieht, täuscht. Seit ein paar Monaten arbeitet Fabian Lickes mit dem erst im Oktober gegründeten Verein Blattbeton an der Gestaltung eines offenen Bürgergartens in Münster. Der Blattbeton e.V. hat als Hintergrundfolio, als Oberthema eigentlich das Thema Nachhaltigkeit und vor allen Dingen da auch den Aspekt des Umweltbewusstseins. Momentan entsteht ihr erstes Projekt in Kooperation mit einem Bürgerhaus. Die Nachbarschaft soll mit in die Arbeit eingebunden werden. Es wird offene Gartenzeiten und ein Workshop-Angebot zu Themen rund ums Klima und den Anbau von Obst und Gemüse geben. Das Hauptziel von diesem Verein ist es eigentlich, Leute zu begeistern für das Thema Nachhaltigkeit und eben dazu zu bringen, den eigenen Konsum zu hinterfragen und eben sich zu überlegen, wie werden meine Sachen überhaupt hergestellt, wie kann ich selber meinen Konsum nachhaltiger gestalten und eben vielleicht auch im urbanen Raum, sprich in der Stadt, Obst und Gemüse, aber auch Kräuter pflanzen. Die Frage nach der Nutzung des urbanen Raums ist gerade in wachsenden Städten ein umstrittenes Thema. Es wird viel gebaut. Ein Angebot zu urbanem Gärtnern und damit nachhaltiger Nutzung der Flächen fehlte stadtweit noch. Und so war die Entscheidung, sich ehrenamtlich zu engagieren, ganz bewusst. Es war für uns mehr und mehr eigentlich klar, dass wir in diesem Bereich irgendwie tätig werden müssen. Und jetzt zum Beispiel diese Fridays for Future-Bewegung zeigt ja auch einfach, dass es mittlerweile in der Breitmasse ankommt. Und es ist ja immer die Frage so, wie kann ich mich einbringen in die Gesellschaft? Wie kann ich vielleicht auch was bewegen, was verändern? Wir haben über verschiedene Formen länger nachgedacht, aber im Grunde wollen wir damit ja auch kein Geld verdienen. Wir wollen der Sache dienlich sein, wollen eben mit diesem Verein uns für die Gesellschaft engagieren. Einen Verein kann man ab 7 Mitgliedern gründen. Die bürokratischen Hürden sind dabei niedrig. Man kann relativ schnell so eine rechtliche Körperschaft erlangen, mit der man eben auch auf Institutionen zugehen kann, auf Partner zugehen kann, Spenden und so weiter anleiern kann und auch eben in Gespräche kommen kann mit Leuten. Damit ehrenamtliche Arbeit einen persönlichen und gesellschaftlichen Mehrwert bringt, muss es ein Zusatzangebot sein, weiß Vera Kalkhoff von der Freiwilligenagentur Münster, die Ehrenamtliche in Projekte vermittelt und dabei begleitet. Ansonsten ist Ehrenamt, was wichtig ist für uns jetzt aus der Perspektive Freiwilligenagentur auch, es darf natürlich, das ist halt so ein gesellschaft- oder politischer Faktor, muss arbeitsmarktneutral sein. Also es kann nicht sein, dass die Erwerbsarbeit weicht und durch freiwillige und ehrenamtliche Arbeit ersetzt wird. Also das sollte natürlich tunlichst nicht sein. Arbeit bringt das Ehrenamt mit sich. Aber für Fabian gibt es auch hier einen Lohn. Ganz wichtig auch ist die Möglichkeit, sich in die Gesellschaft einzubringen, partizipieren zu können. Natürlich auch eine Menge nette Bekanntschaften, nette Kontakte, die man hier direkt am Garten, am Bennohaus eben mit den Nachbarn macht. Nette Gespräche, man kommt eben ins Gespräch über Nachhaltigkeit, über die Sachen, die uns als Verein bewegen. Der Austausch ist dabei genauso wichtig wie die praktische Arbeit, denn durch ihn wird das Projekt erst lebendig. Und es ist eine Gemeinschaftserfahrung. Das heißt, es bedeutet, man muss schauen, wer ist überhaupt um einen herum. Also es ist eine Horizonterweiterung. Und ich glaube, das ist immer gut für eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, also je nachdem, wie groß man das dann aufhängen möchte. Die ersten Pflanzen wachsen schon in den Beeten. Bis zur Eröffnung gibt es noch viel zu tun. Für heute ist aber erstmal Feierabend.